So, ich spiele eine Runde Pix Evo, The Fountain. Dieses Spiel ist von Evil Dog und ich muss sagen, ich liebe Evil Dog. Einer meiner Lieblings-Newgrounder. So, die namensgebende Fountain ist erloschen, gestoppt. Und der Flow muss wiederhergestellt werden. Und wir sind dieser kleine Pixel hier. Wir müssen die anderen Pixel sammeln. Erstmal 4 Stück. Und dann startet die Evolution. Das können wir noch nicht aktivieren. So, eben haben wir 4 Pixel gebraucht, jetzt brauchen wir 8 Stück. Ratet mal, wie viel wir gleich brauchen. Oh, jetzt haben wir Beine. Natürlich brauchen wir jetzt 16. So, und die kommen wir noch nicht dran. Die 3 Lieder, die für dieses Spiel gebraucht werden, also das eine, was jetzt gerade läuft, und die das Titellied und das Ending, sind alle von Evil Dog selber und die kann man auf seinem Newground Profil auch alle finden und natürlich auch downloaden. Ich mag Evil Dog hauptsächlich für seine Musik. Der ist ziemlich gut an der Gitarre. Und der hat ein großes Talent im Songwriting. Also Songaufbau und so weiter hat er richtig gut drauf. Also wenn ihr euch für Musik interessiert, boah, dieser Sprung, ne? Wenn ihr euch für Musik interessiert, solltet ihr euch auf jeden Fall mal Evil Dog auf Newgrounds angucken. So, jetzt. Ah, yes. So toll sind diese Beine jetzt aber auch noch nicht. Ich glaube, diesen letzten Sprung kriege ich nicht hin. Oh Gott. Nee. Kannst du vergessen. Oh Gott. Nein. Hier geht's anscheinend nicht weiter, dann gucke ich mal, wo ich noch hin könnte. Hier drüben. Den muss ich doch bestimmt auch noch kriegen. Das sieht machbar aus. Boah, ein bisschen blöd sind hier diese pixelgenauen Absprünge, die man machen muss. Lukas wird das Problem aus Minecraft kennen. Marcel auch. Ich gehe da erstmal ganz hoch. Den muss ich doch kriegen, den einen. Yes. Einer fehlt noch. Gott, wo ist der denn?
Das ist auch eine nervige Sache an diesem Spiel. Dieser eine Pixel, der noch fehlt. Und gerade am Anfang ist man ja ziemlich langsam. Welcher könnte denn erreichbar sein? Schalter können wir ja noch nicht benutzen. Der da. Jawohl. Jetzt brauchen wir 32 Pixel. So, jetzt können wir Schalter benutzen. Oder ich kann Schalter benutzen, so. Und ein bisschen höher springt er jetzt auch. Ach komm. Jawohl. So, den muss ich auch noch kriegen, den einen da. Aber jetzt springt er wenigstens vernünftig. Jetzt ist das nicht mehr ganz so frustrierend. Wie gerade eben noch. Also die Sprünge da oben, die werden jetzt wahrscheinlich leichter. Ich gucke jetzt aber erstmal in der anderen Richtung. Da war nämlich noch ein Schalter. Und die Pixel hier waren auch noch da. Kriege ich die? Ne, die kriege ich auf keinen Fall. Oh, ein Schalterrätsel. Und ich muss sagen, das Level-Design hier ist sehr gut. Das erinnert mich ein bisschen an Metroid. Man hat im Grunde, die komplette Umgebung ist schon da, aber man kommt halt erst später hin. Wenn man halt neue Fähigkeiten erworben hat. Und das vernünftig zu machen, so dass es auch Sinn macht, es ist nicht so leicht, wie man vielleicht denkt. Hat er schon gut gemacht. Den kriege ich doch bestimmt auch da. Ja. Man kann auch von unten gegen die Plattform springen. Eieiei. Und man kann dämlich runterlaufen. Das ist mir auch schon öfter passiert jetzt. Bin ich blöd? Ich meine, ich habe doch eben diesen Sprung geschafft. Ich probiere es jetzt noch einmal. Bah! Scheiße, Mann. Naja.